Hallo, hier ist wieder Stopp Auszeit. Heute bin ich mit Mama unterwegs und wir sind... Stopp Auszeit. Nein, wo? Du musst sagen, wo? Hallo, hier ist Stopp Auszeit und heute sind wir im Wild- und Freizeitpark im Allensbach. In Allensbach. Allensbach und mit Mama. Hallo, Stopp Auszeit. Die Bisons. Jetzt war das hier kostenlos, aber vielleicht muss man später noch mal was bezahlen. Man bekommt auch Tierfutter. Sieht dann so aus. Hier ist jetzt der Eingang und Erwachsene kosten 13 Euro und Kindern von 3 bis 5 von 3 bis 15 Jahren kosten 11 Euro. Also einen kleinen Rundgang und hier sollen anscheinend die Hirsche frei rumlaufen. Direkt vor meiner Nase. Oh, und sehr schreckhaft. So, da geht's Richtung Wolfsgehege. Wollen wir doch mal schauen, ob wir auch und Wölfe sehen. Da müssen wir entlang. Und hier werde ich immer noch beobachtet. Achtung, gleich kommt's. Der beobachtet mich ganz genau. Er denkt sich nur so, Stopp, Auszeit, noch nie davon gehört. Ja, hier läuft man auch immer wieder in schönen... Es ist auch ganz schön, es gibt hier ein ganz, ganz großes Gehege, wo die Tiere frei rumlaufen können und nicht nur eingesperrt sein müssen. Das ist ja gut. Eine kleine Enttäuschung, die Wildschweine schlafen aber. Hier habt ihr natürlich auch eins. Hier ist das Wildschweinhaus, aber leider ist keiner zu Hause. Die müssen bestimmt ihre Einkaufssachen einkaufen gehen. Sind die einkaufen gegangen? Ja. Hier sind wir jetzt am Wolfsgehege. Hier lernen wir auch ein bisschen was vom Wolf, ist ein bisschen was beschrieben. Wir haben vorher auch schon einen gesehen, so einen weißen. Der war weiß, gell? Aber jetzt ist er weg. Müssen wir mal gucken, ob man noch... Da oben läuft einer. So, hier fährt auch ein Zug. Eisenbahn? Kleine Eisenbahn fährt hier im Wald und da kann man die Tiere sehen. Das werden Marisol und ich nachher auch noch machen. Also wo die Tiere freilaufen, das Gehege ist jetzt zu Ende. Es gibt hier dann auch noch solche Attraktionen, zum Beispiel so eine Schaukel, da vorne was mit Wasser und so. Das werden wir zum Beispiel hier eine Wasserbahn, man wird hochgezogen. Kleine Spielecke für kleinere Kinder. Und hier drüben gibt es auch noch mal sowas für kleinere Kinder. Der Freizeitpark Express startet gleich. Wir begrüßen alle großen und kleinen Fahrgäste und wünschen Ihnen eine erlebnisreiche und angenehme Fahrt. Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise. So, hier gibt es noch ein paar Attraktionen für Kinder. Einmal Koffer fahren. Hier ist nochmal ein kleines Wildgehege.
Dann gibt es hier Klettergerüst noch. Hier gibt es nochmal so ein paar Rutschbahnen, wo man mit diesem Teppich runterrutschen kann. Diese Wasserrutschen hier, die kosten jeweils 1 Euro. Da wird man dann. Hier wohnt der Luchs und wir haben ihn auch entdeckt. Er hat sich etwas versteckt und wir können ihn leider nur von hinten sehen. Ein störrischer Esel. Wirklich ganz zutraulich. Also die kommen wirklich her, man kann sie streicheln und füttern. Wenn sie keinen Bock mehr haben, so wie jetzt die zwei, dann hauen sie ab. Hey, warte. Oh, tschüss. Ach so, oh. Stopp. Unser Video geht zu Ende und sie gehen nach Hause. Genau. So, Stopp-Auszeit möchte sich jetzt verabschieden. Ich spiel jetzt noch mal ein bisschen hier. Ja, und dann gehen wir auch nach Hause. Und Mama, hat es dir gefallen? Ja, war sehr schön mit dir. Okay, hoffentlich hat es euch auch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es uns ja da lassen, mit einem Abo oder einem Daumen hoch. Beides kostenlos. Bis dann. Tschüss. Tschüss, euer Stopp-Auszeit. Tschüss, Stopp-Auszeit. Marisol und Eva. Tschüss.